Hey, meine Besties, willkommen zu unserem heutigen Best Form Athletes Mobility Workout, kurz BAM. Im heutigen Workout kümmern wir uns einmal um den gesamten Körper und wir starten mit den Schultern. Stellt euch schön gerade hin und dann machen wir Schulterkreise zu Beginn und zwar nach hinten und unten. Achte darauf, dass du diese Bewegung schön langsam machst, aber dafür jede einzelne Gelenkposition spürst und kontrolliert absolvierst. Die Schultern geht weit nach oben, weit nach hinten und unten. Dann kannst du auch die Bewegung mit deinem Atem verbinden, tief einatmen, die eine Bewegungshälfte tief ausatmen, die andere Bewegungshälfte. Wenn du diese Bewegungen kraftvoll machst, ist das gut. Und kurz lockern und dann kreisen wir nach vorne. Also wenn du diese Bewegungen machst, ist das gut, kraftvoll machst, aber übertreib es bitte nicht, hör auf deinen Körper. Wenn du das Gefühl hast, dass du einen gewissen Schmerzpunkt erreichst, dann ist es zu intensiv. Dann machst du die Bewegung einfach ein bisschen lockerer. Wir haben hier die Bewegung im Bereich Schulter, auch im Bereich des Schulterblatts, weil die Schulterblätter sich hier einmal mitbewegen dürfen. Weit nach hinten, weit nach vorne und auch tief nach unten. Oberkörper ist schön lang und gerade. Und einmal locker. Wir machen Armkreise als nächstes. Die Arme gehen weit nach oben. Und dann weit nach hinten unten. Aber mach es langsam. Und versuch immer die Arme aktiv nach hinten zu ziehen. Und zeitgleich nach unten, um hier wirklich den vollen Bewegungsradius mitzunehmen. Ein gutes Mobility-Training zeichnet sich auch dadurch aus, dass die Übungen kraftvoll und anstrengend sein können. Kurz auslockern und dann drehen wir auch in die andere Richtung. Und zwar von vorne nach hinten und versuche hier wirklich weit in die endgeradigen Gelenkposition zu kommen. Mach das schön langsam. Große Kreisbewegung. Die Arme sind gestreckt. Und wieder auslockern. Wir nehmen die Arme zur Seite. Nun dreht der rechte Arm nach innen und der linke nach außen. Und auch hier wieder kraftvoll. Versuch entspannt zu bleiben, auch die Gesichtszüge möglichst entspannt halten, nicht so wie ich gerade eben. Das ist einfach ein Anzeichen dafür, dass ich mich anstrenge und auch hier wirklich die Dehnung und muskuläre Aktivierung bis tief nach innen spüre. Zeitgleich schiebe ich die Arme von mir weg auf Länge. Und wieder lösen. Ich zeige es von der Seite. Jetzt gehen die Schulterblätter nach vorne.
in die Protraktion, und zwar weit nach vorne. Schieb die Arme weit vor, halte diese Position. Und dann ziehst du die Schulterblätter nach hinten zusammen, hältst diese Position. Und wieder weit nach vorne. Es kann dann wirklich anstrengend werden, weil diese Muskeln, die du aktivierst, kraftvoll arbeiten. Das ist richtig anstrengend. Und weit nach vorne. Die Kontrolle deiner Schulterblätter ist so wahnsinnig wichtig, um langfristig eine gesunde und schmerzfreie Schulter zu haben. Und nochmal nach hinten. Und lösen. Im nächsten Schritt lehnen wir uns zur linken Seite. Gehen hier tief nach unten. Der rechte Arm geht unter die Achse. Und jetzt geht der linke Arm unter die Achse. Und immer im Wechsel. Halte die Wirbelsäule aufrecht. Der Blick geht eher Richtung Decke, so ein bisschen nach oben, sodass du den Brustkorb tendenziell etwas aufdrehst. Mit dem Quadratus Lumborum, ein ganz wichtiger Rückenmuskel, der auch für die Seitneigung mitverantwortlich ist, im Fokus. Und lösen. Wir stellen uns mit den Füßen hüftbreit, Füße sind schön parallel. Die Hände nehmen wir vorne zusammen, die Finger zur Pistole. Und nun drehen wir uns aus der Brustwirbelsäule primär nach links. Und zurück. Einatmen und nach rechts. Die Arme sind lang. Versuch die Hüften auf Position zu halten. Die Hüften sind gelevelt. Bleiben also beide auf einer Linie. Und nochmal. Zur rechten Seite. Ich zeige es von der Seite. Wir nehmen die Hände in die Hüften. Dann die Brustwirbelsäule öffnen, die Schulterblätter nach hinten zusammen. Und wir schieben die Hüften nach vorne und spannen dennoch das Gesäß mit an. Heb den Brustkorb, finde dein Gleichgewicht und du gehst nur so tief, wie du es aktuell als sicher und gut empfindest und auch mit wenig Schwung. Und immer Kontrolle dabei halten. Wir nehmen die Füße breit in die Kretstellung. Beine sind durchgestreckt. Hände gern nochmal in die Hüften. Und jetzt schieben wir die Hüften nach hinten, lehnen uns hier nach vorne, spüren die Adduktoren, spüren aber auch die Oberschenkelrückseiten und kommen halb nach oben. Langsam kontrolliert, aber kraftvoll. Und nochmal nach oben. Natürlich zum einen die Kräftigung im Sinn, wenn es um Mobilisierung geht, aber auch den Muskel auf Länge bringen, den Muskel beibringen, dass er in diesen verschiedenen neuen Gelenkstellungen aktiv sein muss, aktiv mitarbeiten muss, kurz lockern und dann auch die Gelenke zu sichern. Wir gehen mit dem linken Bein nach vorne in den Ausfallschritt und kommen hier einmal tief nach unten. Nach oben und wieder nach unten tief. Wir haben
durch die Mobilisierung im Hüftbeuger und stärken zeitgleich die Bein- und Gesäßmuskulatur, das hintere Bein auf Länge schieben. Und dann gehen wir zum Seitenwechsel über. Du stellst dich ungefähr hüftbreit, machst den großen Ausfallschritt, die Hände gerne in die Hüften. Dann kommst du so tief, wie es für dich geht, das hintere Bein auf Länge halten. Und wieder raus. Tief nach unten. Und wieder raus aus der Position. Versuch von Mal zu Mal tiefer zu gehen, aber langsam, dass du immer die Kontrolle behältst. Und wir lösen. Wir nehmen die Hüftkreise nun in den Fokus. Wir ziehen das Knie, in dem Fall das rechte, weit nach oben, so weit du kannst. Jeder Millimeter zählt. An diesem Punkt öffnen wir das Bein nach hinten, so weit wir kommen, und gehen wieder nach oben. Langsam, dass jede Position muskulär kontrolliert ist. Dasselbe machen wir auf der anderen Seite. Das ist schon anspruchsvoll. Manchmal, gerade bei so einer Übung, in der es auch auf die Koordination und auf das Gleichgewicht ankommt, kann es hilfreich sein, zu Beginn an der Wand ein bisschen Halt zu suchen. Knie weit nach oben und langsam öffnen nach hinten. Sehr schön. Und nun drehen wir in die andere Richtung, beziehungsweise kreisen in die andere Richtung. Wir starten unten und holen das Bein von hinten nach vorne oben. Öffnen. Das ist wirklich Balsam für die Hüfte, auch wenn es sich jetzt anders anfühlt. Ganz wichtig, hier Kraft und Beweglichkeit mit reinzubringen. Für mich ist es manchmal ein bisschen schwierig zu reden und zeitgleich die Übung zu machen. Seitenwechsel. So, jetzt langsam spüre ich, wie ich ein bisschen ins Schwitzen komme, und genauso soll es sein. Zeitgleich muss ich hier die Kontrolle über mein Standbein halten. Das Fußgewölbe wird aufgerichtet. Hier arbeiten wir gegen so einen Blattfuß. Weit öffnen. Jawohl. Oh, ein Traum. Und lockern.
Wir stellen uns nochmal auf das linke Bein und gehen nun mit dem rechten Bein zur Seite auf, soweit wir kommen. Öffnen. Und lösen. Und nochmal öffnen. Und lösen. Und ein letztes Mal öffnen. Es kann gut sein, du kommst höher als ich. Und lösen. Und auslockern. Jeder arbeitet in seinem persönlichen, ich sag mal, Wohlfühlbereich, sodass eben sehr deutliche Anstrengung zu spüren ist, aber eben auch keine Schmerzen entstehen. Man muss wirklich spüren, wie die tiefe Gesäßmuskulatur hier arbeitet. Und dann diese Position halten. Und nochmal. Und ein letztes Mal. Und lösen. Wir gehen hier in die halbe Vorbeuge, Füße stehen hüftbreit, parallel zueinander. Und dann wandern wir mit geradem Rücken nach unten. Und spür, wie die ganze hintere Muskelkette hier auf Dehnung gebracht wird. Mit der Zeit können wir hier ein bisschen tiefer, aber acht darauf, den Rücken gerade und lang zu halten. Die Bewegung kommt aus der Hüfte. Die Muskeln hinten müssen mit der Zeit mehr Länge zulassen. Und dann kommen wir nach oben. Und jetzt das Ganze einbeinig. Das rechte Bein auf Länge nach hinten. Die Wirbelsäule lang und gerade. Und dann kommen wir hier nach vorne. So weit wie du kannst. Ja? Du musst dich nicht zu weit vorlehnen. Hör auf deinen Körper. Dann kommen wir kurz nach oben. Zieh das Knie mit. Und nochmal. Langsam kontrolliert. Mit viel Kraft und Spannung. Mach dich lang. Und klar, der Seitenwechsel. Atme tief. Begib dich in Position. Und nochmal nach unten. Und nochmal nach oben. Wir lösen die Spannung. Wir stellen uns mit den Füßen. Ja, in etwa schulterbreit. Arme gehen nach vorne. Und dann kommen wir hier einmal in die Kniebeuge. So tief wie möglich. Die Beine sind hier mal so ein bisschen nach außen gedrückt.
tief wie du aktuell kannst, gehst du jetzt hier nach unten. Halte die Position. Atme tief und komm nach oben. Kurz auslockern. Wir stellen uns mit den Füßen schulterbreit. Diesmal sind die Beine geöffnet. Dann kommst du nochmal nach unten. So. Und jetzt bringen wir das Gewicht abwechselnd zur linken und zur rechten Seite. Versuche immer dein Knie oberhalb der Fußmitte zu halten. Bei dieser tiefen Kniebeugen-Variante kann ich dir auch empfehlen, die Fersen zu Beginn erstmal mit Gewichtsscheiben beispielsweise zu unterlegen oder ein gut gefaltenes Handtuch, dick gefalten muss das wahrscheinlich schon sein, oder aufgerollt, damit du hier die fehlende Sprunggelenkbeweglichkeit, wenn sie da ist, ausgleichen kannst. Und komm einmal nach oben. Die Arme gehen hinter dem Rücken zusammen, wenn du kannst. Halt hier die Spannung. Und die andere Seite. Soweit du kommst. Und die andere Seite. Wir machen noch einen Seitenwechsel, auch wenn die Zeit schon hier um ist. Und wir lösen. Wir gehen einmal nach unten in die High Plank. Und krabbeln wir mit den Füßen ein bisschen nach hinten. Bauchmuskeln anspannen, Gesäßmuskeln anspannen und Körperspannung halten. Atme tief und kontrolliert. Jetzt schiebst du die Schulterblätter auseinander und hältst die Position. Drück wirklich die Schulterblätter nach vorne, soweit du kannst. Die Arme nach vorne, die Arme lang im Ellbogen. Und halte die Spannung. Atme tief und kontrolliert. Und wir lösen die Spannung. Setzen uns hin. Nehmen die Beine nach vorne, den Oberkörper auch, stützt die Hände ab und nun heben wir das linke Bein, halten die Spannung. Versucht den Rücken so gerade wie möglich zu halten und lösen das rechte Bein. Das fordert mich auch unheimlich, deswegen versuch so gerade wie möglich im Rücken zu bleiben und lösen. Das Bein ist lang und angespannt und lösen. Und nochmal links. Nochmal rechts. 5, 4, 3, 2, 1. Wir gehen in den Seitstütz. Rechter Arm auf Länge. Drück dich weg. Zwei Möglichkeiten. Linker Fuß vorne, rechter hinten oder übereinander gestellt. So, und du drückst wieder die Schulter, sonst den Arm so weit aus der Schulter heraus wie möglich. Blick folgt der linken Hand. Gerne den Po ein bisschen anspannen. Und Spannung halten. Atme tief und kontrolliert auch hier wieder. Und wir lösen die Spannung, gehen zum Seitenwechsel über. Denk dran, immer den Arm wirklich aktiv rauszudrücken,
soweit du kannst. Sehr, sehr wichtig, um hier deine Schulter zu stärken. Auch hier haben wir dann mehr Stabilität in der Schulter, ganz wichtig, um Schulterschmerzen vorzubeugen oder auch wieder in den Griff zu bekommen. Tiefes Atmen ist angesagt. Bald haben wir es geschafft. Danach noch eine Übung und dann bist du schon am Ende. Wir lösen die Spannung, wir gehen einmal in Bauchlage über. Weiter geht's mit den Armen oder den Handrücken auf dem Hintern. Und nun öffnest du die Arme. Und das ist wichtig, die Arme hier wirklich weg vom Boden zu halten. Dann gehst du so weit nach vorne und bleibst oben wie möglich. Und wieder zurück. In der Ausgangsposition drehst du die Handrücken zum Gesäß. In der Endposition zeigen die Handrücken nach oben. Und ha. Somit sind wir am Ende unseres heutigen BAM-Workouts. Ich hoffe, es hat dir gut gefallen und gut getan. Lass mir gerne Feedback da und bis zur nächsten Session.